So, ja, herzlich willkommen heute hier auf Startup Willy Time, neuen Video und zu dem ersten Video 2018. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, es ist gerade unglaublich viel los bei uns. Es sind ganz viele Projekte, bei denen gerade bei mir ganz, ganz viel ansteht. Trotzdem wurde gerade deshalb möchte ich jetzt auf jeden Fall mal wieder ein Video hier machen. Ich weiß, letzte Woche kam keins in der ersten Januarwoche, aber heute geht es auf jeden Fall weiter. Und so wie es aussieht, haben wir auch die nächste Woche wieder Startups-Test. Das klärt sich jetzt alles nach und nach. Aber wir gehen langsam so nach und nach in das Jahr 2018. Haben einiges vor, auch mit Startup-Video. Ich habe einige Ideen, was ich machen will. Aber jetzt fangen wir erstmal an, dann schauen wir, was sich dieses Jahr gibt. Was wir heute machen wollen, ist das Thema Tools. Ja, es gibt ganz, ganz viele Werkzeuge, die ich gerade momentan nutze und die mir sehr, sehr praktisch erscheinen und uns sehr unterstützen bei dem, was ich gerade mit meinem Startup oder mit meinen anderen Projekten auch so alles mache, unterstützen die mich extrem. Und ich dachte, es soll jetzt kein Best-of oder ähnliches sein, sondern es sind einfach 5 Tools, die wir gerade frisch verwendet haben oder die wir gerade anfangen zu verwenden, die mega nützlich sind und ich gedacht habe, ich stelle es euch einfach mal vor, damit ihr diese einfach auch kennenlernt, weil ich glaube, da sind teilweise ganz, ganz wichtige Punkte da drin, an die man denken sollte und die da sogar eine sehr, sehr gute Unterstützung bieten. Wir fangen mal an mit dem ersten Thema und das ist das Thema Passwort. Es gibt das Unternehmen LastPass. Das ermöglicht das Teilen der Passwörter, ohne dass ich das Passwort weitergebe. Es ist gerade geschickt, wenn ihr neue Leute dazu holt oder ähnliches, dann braucht ihr nur einen LastPass-Account zu machen und derjenige bekommt sofort alle Passwörter, die er braucht. Des Weiteren ist es so, dass falls die Person wieder geht, was ja gerade bei Praktikanten oder ähnliches der Fall ist, braucht ihr nur diesen einen Account wieder zu deaktivieren und diejenige Person hat keinen Zugriff mehr auf die Passwörter und weiß auch kein einziges Passwort, weil das dementsprechend auch bei der Person einstellen kann, dass sie nur über das Plugin von LastPass das Passwort einfügen kann, das Passwort aber nie sieht. Das ist ein extrem großer Sicherheitspunkt, den ich sehr, sehr schön finde. Es ist nicht so teuer, kostet, glaube ich, im Monat pro Person ein bisschen über 2 Euro. Finde ich da eine ganz, ganz spannende Sache und wir nutzen es auf jeden Fall gerade zum Teilen. Das ist doch auch eine sehr, sehr sichere Variante im Gegensatz über das irgendwie hin und her schicken. Weiter geht es mit dem Tool Trello, das sicherlich einige von euch kennen. Das benutzen wir hauptsächlich für den Vertrieb momentan, da einfach ein ganz normales Kanban-System quasi gemacht mit Kontaktperson oder Speicher, Kontaktperson rausgesucht, angeschrieben, nachgefragt, Telefontermin etc., so dass man die einzelnen Blocks immer nach und nach verschieben kann. Des Weiteren nutzen wir es auch noch für verschiedene Aufgaben, so dass wir untereinander immer wissen, was der aktuelle Stand ist. Ganz schön, genauso wie bei Asana ist es ja, dass man in den einzelnen Aufgaben, in den einzelnen Blöcke auch noch drunter die Aktivitäten managen bzw. einfach dokumentieren kann, was eine sehr schöne Nachverfolgbarkeit macht. Der spannendste Tool und das tollste Tools, das wir momentan verwenden, ist in meinen Augen Confluence. Confluence ist eine Plattform zur Dokumentation, beziehungsweise wir benutzen das so ein bisschen als ein Wiki. Das heißt, dort kommt alles rein, was wir gerade entwickeln, dort kommt alle Standardisierung, alle Prozesse rein, die wir auch entwickeln, so dass wir einfach einen gemeinsamen Standard und so, ja, einfach ein kleines Wiki für uns haben, dass wenn Leute dazukommen und ich zum Beispiel mit dem Vertrieb einstelle, dann weiß der sofort dort, wie ich das gemacht habe. Ich habe dort meine Erfahrungswerte hingeschrieben, ich habe dort meine Anschreiben abgelegt und somit habe ich ein unglaublich gutes Wissensmanagement und das ist extrem wichtig, dass ihr das von Anfang an mit aufbaut, weil irgendwann braucht ihr das Wissensmanagement und dann ist es einfach optimal, wenn ihr die Erfahrung, die ihr am Anfang schon gemacht habt, dort mit einfließen lasst, weil sonst müsst ihr irgendwann mal einen Riesenberg, das ihr auf verschiedene Plattformen eingepflegt habt, dann in dieses eine zentrale System einpflegen. Und wie gesagt, was wir nutzen, ist Confluence. Es kostet 10 Euro im Monat. Man kann bis zu 10 Nutzer dort reinmachen. Ich nutze es teilweise sogar für mehrere Projekte, weil man dann auch verschiedene Teams machen kann. Und es ist ein sehr, sehr schönes Tool, weil man zum Beispiel auch Meeting-Protokolle dort drin machen kann und hat verschiedene Vorlagen. Und was ein sehr, sehr großer Vorteil ist, man bekommt mit, wenn jemand was ändert, beziehungsweise hat dann auch eine Historie, wo man das sieht, was ja immer sehr, sehr gut ist und auch bei vielen Themen sehr, sehr wichtig ist. Die nächste Thema ist einmal Feedly. Feedly ermöglicht es euch, bestimmte News-Seiten zu einem gewissen Thema zu screenen und täglich quasi zu schauen, was auf den Plattformen abgeht. Ist eine sehr, sehr spannende Sache, wenn ihr Social-Media-Posts machen wollt zu einem gewissen Thema, zum Beispiel Startup, könnt ihr dort verschiedene Plattformen wie Gründerszene, deutsche Startups oder ähnliche dort wie abonnieren und seht dann immer täglich bei so einem Hauptfeed, wer da zu was gepostet hat und seht da so auch zum Beispiel welche Posts sehr, sehr attraktiv sind für die Nutzer und könnt das dann so dementsprechend den Content, euren Content auch ein bisschen steuern, ohne großen Aufwand, ohne groß die einzelnen Plattformen immer zu besuchen. Das ist komplett kostenlos. Das letzte Tool, das ich euch vorstelle,
ist ein Telefontool. Auch ich habe momentan sehr, sehr viele Telefonate zu führen und ich habe mir dazu einen Blaistel-Account gemacht. Und Blaistel ermöglicht ganz klassisch IP-Telefonie, das heißt, ich kann einfach mein Handy bei dem Kunden anrufen und dort erscheint eine Festnetznummer. Ist preislich total angenehm, kostet 1,9 Cent pro Minute und hat halt den Vorteil, dass man wirklich von überall telefonieren kann. Die Qualität ist soweit auch gut und ist gerade auch für mich ein sehr, sehr cooles Tool. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, während ich hier gesprochen habe, noch ein Tool, was sicherlich viele kennen und auch viele nutzen, Slack. Das ist ganz, ganz cool zur Dokumentation, wenn ihr gerade ein bisschen euer Team vergrößert. Da habt ihr dann verschiedene Kanäle, über die ihr sprechen könnt. Habt auch so eine gewisse Dokumentenverfolgbarkeit und finde ich daher auch ein sehr, sehr nützliches Tool. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weiterhelfen können. Wie gesagt, mein Favorit von dem Ganzen ist es Confluence, dieses Wiki, weil ich es extrem wichtig finde, von Anfang an die Prozesse aufzuzeichnen. Und daran muss man von Anfang an denken, weil irgendwann kommt jemand dazu und dann muss man ihm das nicht alles einzeln erklären, kann man sagen, hey, guck in dem Wiki nach, da steht eigentlich alles, wie ich gemacht habe und man hat demjenigen sofort die Tools in die Hand gegeben. Des Weiteren hilft es euch auch, eure eigenen Prozesse mal nochmal in Ruhe aufzustellen und euch darüber Gedanken zu machen und gegebenenfalls zu optimieren. Das sind die Tools, die ich momentan sehr, sehr viel benutze. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich freue mich, wenn ihr hier ein bisschen auf dem Kanal euch umschaut, mir ein Abo oder einen Daumen hoch für dieses Video da lasst und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf Startup Willi. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bis dahin und ganz viel Erfolg. Haut rein. Ciao.